Herzlich willkommen zu einem kurzen Videotest mit dem Redmi Note 11. Ihr seht mich hier direkt über die 13 Megapixel Frontkamera, die stammt in dem Fall von Samsung und das ist auch schon ein entscheidender Unterschied zum Redmi Note 11S. Und wenn ich mich jetzt vorwärts bewege, sieht man auch noch einen weiteren Unterschied und zwar wird die Frontkamera leider nicht stabilisiert. Also ich sehe es als ziemlich basic. 1080p, 30 FPS. Ihr hört mich wie immer direkt über das Gerät. Und wir schauen uns jetzt noch die Hauptkamera und den Ultraweitwinkelsensor etwas genauer an. Ich drehe mich noch einmal kurz Richtung Sonne, dass ihr das noch einmal ein bisschen einschätzen könnt. Ist ziemlich hell hier. Und so sieht das Ganze dann aus mit der Frontkamera. Los geht's! Starten wir mit der Hauptkamera, das ist ein Samsung JN1 50 Megapixel Sensor und der wird auch zuverlässig stabilisiert. Die höchste zur Verfügung stehende Auflösung ist 1080p, 30 FPS und das ist soweit auch in Ordnung für die Preisklasse des Geräts. Schauen wir noch beim Fokus, also reagiert jetzt nicht super schnell, aber neigt im Gegenzug auch nicht zum Springen und man kann hier definitiv brauchbare und stabilisierte Aufnahmen machen. Schauen wir uns jetzt noch die Ultraweitwinkelkamera ein bisschen genauer an. Weiter geht's mit der Ultraweitwinkelkamera des Note 11. Auch die wird hier zuverlässig stabilisiert und hat die gleiche maximale Auflösung, 1080p, 30 FPS. Soweit für die Preisklasse definitiv in Ordnung. Und so eine Qualität könnt ihr zumindest bei guten Lichtverhältnissen dann erwarten. Auch Schwenks sind möglich. Sobald ich mich vorwärts bewege, merkt man natürlich, die Stabilisierung läuft problemlos. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Schade ist natürlich, wie man jetzt auch wieder sieht, Xiaomi verzichtet auf eine stabilisierte Frontkamera. Vielleicht kann man hier noch auf ein Update hoffen. Aber mit der Hauptkamera und der Ultraweitwinkelkamera kann man zumindest bei Full HD ganz ordentliche Videos aufzeichnen. Wer mehr Videoqualität will, greift letztendlich nicht zum Redmi Note 11S, sondern dann eher zu einem Pro-Modell. Die Testberichte stehen allerdings noch aus. Das war es jetzt erstmal soweit vom Redmi Note 11 zum kurzen Kameratest. Alles weitere lest ihr im ausführlichen Testbericht auf www.chinahandys.net. Macht's gut!